In der heutigen Ausgabe geht es um die Frage, wie viele Prämienmeilen bekomme ich pro Flug? Wie werden diese Meilen überhaupt berechnet? Ist das Voodoo? Was muss ich tun? Wie kann ich das rausfinden? Kann ich es vorher wissen? Kann ich es nachher erst wissen? Muss ich auf die Abrechnung warten? Kann ich die Abrechnung vielleicht auch kontrollieren? Das erfahrt ihr im heutigen Video, wie ihr einfach mal schauen könnt, wie die Prämienmeilen berechnet werden, damit ihr vorher wisst, wie es geht und ihr nicht euch überraschen lassen müsst. Ab nach dem Intro. Mein Name ist Lars Korsen, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status zu bringen und im heutigen Fall auch mehr Prämienmeilen, weil ihr könnt so kontrollieren, ob ihr die richtigen Prämienmeilen bekommen habt. Wie werden diese Meilen denn berechnet? Hey, es war so einfach, als es wirklich nur eine Methode gab. Bei Lufthansa ist es halt im Moment so, dass es zwei Methoden gibt. Es kommt darauf an, mit wem ihr fliegt. Fangen wir einfach an, wenn ihr nicht mit der Lufthansa fliegt, weil das ist die schwierigere Variante und da müsst ihr richtig konzentriert sein, weil es gibt drei Bestandteile. Und zwar, es ging immer über die Buchungsklasse in Verbindung mit der Distanz. Aber immer mehr Fluggesellschaften haben sich wirklich von dieser Methode distanziert, weil sie gesagt haben, hey, wir machen ein umsatzbasiertes Programm und dann ist es halt wirklich für uns als Vielflieger noch komplizierter geworden, das Ganze zu kontrollieren, weil es gibt halt Prämienmeilen, die Statusmeilen werden wieder so berechnet, Hornzeugmeilen werden wieder wie die Prämienmeilen berechnet oder wie die Statusmeilen oder wie ist das? Also da gebe ich euch jetzt den Hinweis einfach auf die Prämienmeilen. So, also der erste Weg ist halt, wie gesagt, kompliziert. Es wird einfach unterschieden. Die Buchungsklasse und die Entfernung. Und zwar, wenn man diese Berechnung der Buchungsklasse und der Entfernung macht, dann ist es einfach so, dass man diese Variablen sich suchen muss. Also ihr müsst einfach mal gucken, welche Buchungsklasse habe ich. Das scheitert da bei vielen Flügen, dass man gar nicht richtig weiß, welche Buchungsklasse man gebucht hat. Muss dann die Entfernung multiplizieren und dann einen Multiplikator einsetzen. Entweder gibt es Mindestmeilen oder ich kriege, weil ich einen Status habe, zum Beispiel bei Lufthansa 25% Executive Bonus, wenn ich auf Lufthansa Group Flügen bin oder auf dem Partnerlot und so weiter. Adria gibt es ja leider nicht mehr, aber ihr wisst ja, wen ich meine. Und dann optional gibt es natürlich auch einen Bonus durch Status, eine feste Anzahl der Meilen, weil es Kurzstreckenflüge gibt, innerdeutsch, innereuropäisch, weil sie halt eine Mindestmenge nicht oder eine Mindestentfernung nicht mehr haben. Und damit ist es in meinen Augen wirklich kompliziert. Aber dann fangen wir doch einfach mal an. Buchungsklasse. Was sind Buchungsklassen? Ihr wisst es ja, wenn ihr zum Beispiel in der First Class fliegt, da gibt es drei Buchungsklassen. Die erste Buchungsklasse ist halt A. A ist A wie Anfang, aber auch A wie First Class, aber in einem rabattierten First Class. Wenn ihr voll fair bezahlt, dann bekommt ihr das F als Buchungsklasse. Und wenn ihr auf Meilen fliegt, dann ist es ein O. Und dafür gibt es keine Prämienmeilen. Also es gibt nur für die A und für die F Prämienmeilen. Und dann bricht sich das halt immer so weiter über die Business, über die Premium Economy und die Economy Class. Und wichtig ist es zwar wirklich, dass man weiß, dass diese Buchungsklassen der Reiseklasse zugeordnet wird. Aber es gibt halt pro Reiseklasse viele verschiedene Buchungsklassen. Und ihr werdet das direkt merken, wenn ich von der Business Class erzähle. Da gibt es ja C, D, J bei Lufthansa. Die sind auch normal. Da gibt es auch die 200%. Aber bei P gibt es nur 100%. Das ist halt der Grund, weil es da Unterschiede gibt in der Flexibilität, für Stornierungen, Meilengutschriften und so weiter. Das ist halt ein Thema, was in der Buchungsklasse errechnet wird. Und je nach Buchungsklasse bekommt ihr halt die Meilengutschrift mit einem Multiplikator. Heißt also 10% von der niedrigsten bis 300% in der First Class bei der Lufthansa-Gruppe. Schauen. Und zwar geht es da bei der Folie um die Interkontinentalflüge oder Flüge, die halt länger sind. Da könnt ihr dann auch direkt mal schauen, wie die Meilen sich da generieren, beziehungsweise wie man die Meilen da gut geschrieben bekommt. Das wäre dann in der Buchungsklasse C, D, J, zweifache Entfernungsmeilen, also 200%. Die First Class habe ich ja oft genug erwähnt mit A und F. Da gibt es immer 300% oder 3,0, also mindestens 1500 und in der Business Class C, D, J mindestens 1000. Bei der Business Class Z, die auch wieder rabattiert ist, gibt es nur 1,5-fache Meilen und 750 Meilen. Dann in der Paula, in der P gibt es 100%, aber mindestens 500 Meilen. Premium Economy EG sind 1,5-fache Meilen, Entfernung mindestens 750 Meilen, also immer mehr oder dann halt mindestens diese.
Dann, wer in der Premium Economy Class N fliegt, das sind 500 Meilen, das sind 100% Zuschlag, die man bekommt, nämlich quasi die Meilen, die genau die Strecke lang ist. Da fliegt man sich schon in der Economy Class B und Y, wo man 1,5% oder beziehungsweise 150% bekommt, wesentlich besser oder halt 750. In der Economy Class H, M und U gibt es einfache Meilen, also das heißt 100% Entfernung, auch wieder mindestens 500. Und in der Economy Class Q, S, V, W 0,5 Entfernungsmeilen, also 50%, mindestens 250. Oh, schon ganz atemlos. Und dann in der Economy Class K, L und T, da sind es 25% Entfernungsmeilen, aber mindestens 250 Stück. Und für Flüge in der Economy Class gibt es natürlich weniger Meilen als auf der First Class. Macht ja auch Sinn, oder? Und da muss man halt einfach gucken. Aber wie kann ich das jetzt errechnen? Und zwar, es geht über die Entfernung. Und nein, es ist nicht die Entfernung, die das Flugzeug wirklich tatsächlich fliegt. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Flug haben von, ach, lass mich überlegen, machen wir einfach Frankfurt nach Tokio, weil das schön lang ist und weil es auch sehr spannend ist. Heißt also, ich fliege von Frankfurt nach Tokio, dann fliege ich einfach oben rum, ta-da-da, Russland und so weiter. Aber dann fliegt man aufgrund von Winden oder von anderen Dingen, fliegt man dann nicht Normalstrecke, sondern fliegt weiter südlich und dann wieder hoch. Die Strecke wäre rein von der Karte her länger vielleicht, aber vom Fliegerischen her ist es schneller, weil halt die Winde einem, nein, kriege ich nicht. Also die Distanz wird aus der kürzesten Verbindung dieser Punkte berechnet, das sind sogenannte Orthodrome, Kugeloberfläche. Hey, jeder, der von euch weiß, wer einen Flugschein hat, wie das berechnet wird. Deshalb ist, wenn es ein Strich ist, auf der Weltkarte ist das ja nicht immer gerade, sondern gebogen. Und diese Orthodrome berechnen sich aus den geografischen Koordinaten des Start- und des Zielflughafens. Und dann nimmt man halt einen Arcus Cosinus. Ihr wisst ja, wie es alles geht. Also das ist halt relativ kompliziert. Aber da gibt es dann solche Tools, die das einen abnehmen. Im Internet zum Beispiel GCMap, Great Circle Mapper, der gibt einem da den Wert. Und da kann man halt einfach gucken. Und damit kriegt man dann die Distanz der Meilen. Und diese Meilen multipliziert man mit der Multiplikation aus der Buchungsklasse. Heißt also, wenn ich zum Beispiel 300% aus der First kriege, dann multipliziere ich das halt mal 3, weil es halt das Dreifache ist. 300%, logisch, oder? Wenn ich eine Kurzstrecke habe oder eine Mittelstrecke, dann bekomme ich dann fixe Zahlen. Und das lese ich für euch direkt einfach mal ab. Da gibt es in der First Class dreifache Entfernungsmeilen, aber mindestens 1500. In der Business Class bei JCD gibt es zweifache, bei Z nur 1,5 und bei P ist die einfache, die 100%, wie ich euch ja sagte. Und bei YB in der Economy gibt es 1,5 und so weiter und so fort. Ihr seht das ja selber auf der Tabelle. Und es gibt natürlich auf den Kurzstrecken weniger Flüge als auf der Langstrecke. Ganz einfach auch, weil es die fixen Meilenwerte gibt. Aber wenn ihr keine fixen Meilenwerte bekommen würdet, wäre es noch weniger. Also insofern sind die fixen Meilenwerte eine relativ gute Geschichte. Wem das Ganze zu kompliziert ist, ich erkläre es euch gerne nochmal persönlich, wenn wir uns persönlich treffen bei einem der Stammtische. Das bringt mich auf das Thema. Immer dran denken, wir haben jeden Abend auf Clubhouse einen Talk und auch jeden zweiten Sonntag immer wieder einen Zoom-Call. Jetzt kommt die zweite Methode und die zweite Methode ist die Methode, die genommen wird, wenn man bei Lufthansa Miles & More sammelt und, ganz wichtig, auch auf einem Ticket aus der Lufthansa-Gruppe fliegt. Weil da wissen sie nämlich, wie viel Geld ihr bezahlt habt. Und dann ist die Meilenvergütung ausschließlich vom Ticketpreis abhängig. Je nachdem, wie ihr dann den Bonus habt und so weiter, unterscheidet sich das. Aber es ist weniger. Es wird halt weniger gegeben, weil die Berechnung der Buchungsklasse und der Entfernung war natürlich wesentlich mehr, als wenn man das mit Euros hart bezahlt. Und diese Regeln sind so, wie sie leider sind. Und die umsatzbasierte Berechnung geht ganz einfach. Das heißt also, man hat einen Flugpreis. Von diesem Flugpreis werden die Steuern, die Flughafengebühren oder sonstige Gebühren abgezogen. Und das ist dann der nackte Flugpreis. Und dann gibt es die Preisaufschlüsselung zum Beispiel nach Tarif. Und da werden dann die Prämienmeilen zur Berechnung genommen. Wie geht das weiter? Ganz einfach. Ihr habt jetzt ein Ticket. Ich sage jetzt einfach mal, das Ticket kostet nackt
1.000 Euro. Das ist einfach für mich einfacher zu rechnen, für euch ja auch. Und diese 1.000 Euro, wenn ihr bei der Lufthansa seid und ihr habt keinen Status, wird mit 4 multipliziert. Wenn ihr dann bei der Lufthansa einen Status habt, dann gibt es da natürlich dann Multiplikatoren. Also grundsätzlich wird der Faktor 4 verwendet. Wenn man allerdings Frequent Traveler, Senator oder Horn Circle ist, dann kommt es darauf an, bei welcher Fluggesellschaft der Flug durchgeführt wird. Wird der Flug von der Lufthansa, von der Swiss, von der Austrian Airlines, United Airlines Air Canada, LOT, Polish Croatia, Air Dolomiti oder Brussels durchgeführt, gilt der Faktor 6. Bei Eurowings sowie bei allen anderen Miles & More Partnern gilt der Faktor 5. Ansonsten bei den anderen Partnern, ich mache euch den Link unten in den Text rein, dann könnt ihr es. Die dritte Methode will ich euch nicht vorenthalten, die ist mit der Lufthansa Miles & More App. Da könnt ihr alle Daten einfach eingeben. Ihr gebt einfach ein bei den Details, dass ihr das Ticket zum Beispiel bei der Austrian Airlines geissued habt. Dann habt ihr am 8. Februar das Ticket gekauft. Ihr habt den Flughafen als Start Frankfurt, wollt nach Dubai fliegen, habt die Lufthansa als ausführende Airline. Dann drückt ihr unten auf Ausrechnen oder Calculate. Dann schreibt er euch genau, dass ihr 9.042 Meilen bekommt. Und oben drüber gibt es dann auch die Prämienmeilen. Wenn man einen Executive Bonus hat, also Frequent Traveler oder höher, dann sind das sogar 13.800 Meilen oder aber 9.766. Die Gutschrift der Award Miles, also der Prämienmeilen, um die es ja gerade im Moment geht, geht nach dem Kaufpreis. Ich weiß gar nicht, was ich als Preis eingegeben habe. Deshalb einfach selber ausprobieren mit der App. Ich hoffe, ihr habt jetzt gelernt, wie ihr die Prämienmeilen selber berechnen könnt, wie ihr selber kontrollieren könnt, ob ihr auch die richtige Menge an Prämienmeilen bekommen habt. Denkt daran, das Video zu liken, nicht zu liken, aber dann zu erklären, warum nicht. Und subscriben, Glocke an, ganz wichtig. Bei anderen Fragen, Sorgen, Ängsten, Nöten, schreibt einfach unten in die Kommentarspalte wie immer rein. Ich freue mich, wenn ich euch antworten kann und wenn ihr wieder bei der nächsten Folge für Vielflieger-Basiswissen dabei seid. Bis dann und ciao.